วันกิโลวันละ10 บาทDas Örtchen Chitano ist ein kleines, gemütliches Dorf. Fühlt sich wirklich wie ein Zuhause an. Frische Luft, wenig Autos, nette Leute. Und hier gibt es alles, was man braucht. Hier wohne ich in dieser kleinen, hübschen Siedlung. In Kopangan kann man ganz günstig richtig hübsches Häuschen mieten. Und das ist mein Zuhause. Alles für mich alleine. Ganz ruhig hier. Kann man schön meditieren. Online arbeiten. Meditationskissen. Meine Meditationen nach meinem Swan Mok Schweigekloster Retreat praktiziere ich jetzt jeden Tag, 1-2 Mal am Tag, insgesamt 1 Stunde. Hier mache ich Yoga und Freeletics jeden Morgen. Das ist der Ausblick. Ich bin schon seit 2 Monaten hier und könnte noch länger bleiben. Echt idyllisch. Vögel zwitschern. Hier ist die Küche. Meine Papaya-Vorräte. Die waren ganz günstig, 70 Cent pro Kilo. Und die sind lokal, schmecken einfach perfekt. Bananen, das ist meine Lieblingssorte, die heißen Apfelbananen. Die sind süß und säuerlich gleichzeitig und sind richtig fest. Ich könnte die jeden Tag essen. Mein Personal Blender habe ich dabei. Diese Kokosnuss habe ich heute von einem kleinen Kokosnusspalmen gepflückt. Der gibt es zum Abendessen später. Mungobohnensprossen als Proteinquelle. Bei diesem Wetter keimen die ganz schnell. Einen Tag nur, dann sind die fertig. Aber in Deutschland ging das auch ganz schnell. Sieht im Kühlschrank aus, da sind eingefrorene Bananen für Eis. Nochmal Bananen. Diese Papaya habe ich aufgehoben in der Papaya-Plantage. Mangos, Kokosnüsse, Wassermelone, alles dabei. Nochmal Mangos. Leider sind mir die grünen Blätter ausgegangen. Das ist das Zimmer mit dem Ausblick ins Grüne. Wirklich ein Traum. Zum Frühstück habe ich Wassermelone. Wassermelone ist meine absolute Lieblingsvariante für Frühstück. Ich werde die nicht ganz essen, sondern nur Hälfte oder ein Drittel. Und es wird eine Monomahlzeit sein. Das heißt, ich werde nichts anderes außer Wassermelone essen. Wenn du mehr über Monomahlzeiten wissen möchtest, findest du den Link zu meinem Artikel über Monomahlzeiten in der Beschreibung. Sie sieht ganz reif und süß aus. Ich bin gespannt, wie sie schmeckt, aber normalerweise schmecken Wassermelonen in Thailand immer gut. Was ich noch erzählen wollte, seit kurzem praktiziere ich achtsames Essen. Das heißt, ich konzentriere mich ganz auf das Essen und verbessere somit die Verdauung und stopfe mich auch nicht so voll.
da ich bewusst achte darauf, wann Hungergefühl vorbei ist und wann ich satt bin. Wenn du mehr über achtsames Essen wissen willst, dann findest du den Link zum Artikel auch in der Beschreibung vom Video. Ich liebe es, im Wasser zu sein und verbringe 1 bis 2 Stunden jeden Tag im Wasser. Danach 1/2 Stunde Meditation am Strand. Tut sehr gut. Da hinten ist der FKK-Strand. Sehr gut zum Sonnen, ohne weiße Stellen auf dem Körper. Mache ich auch ab und zu mal. Ansonsten ist hier sehr gemütlich. Weicher Sand. Auf dem Weg vom Strand nach Hause und wollte euch zeigen, hier ist eine Papaya-Plantage. Hier wachsen Papayas. So sieht das aus. Das ist ein Papaya-Baum und da sind ganz viele dran. Es gibt auch einige, wo schon Reifen dran sind. Keiner pflückt sie. Ich habe schon ein paar mitgenommen, die auf dem Boden lagen. Und die haben richtig gut geschmeckt.